Ein herzliches Hallo von mir an euch. Es geht im Jahr 2021 noch ein bisschen weiter mit Phasmophobia. Ich habe da noch so ein paar schöne Aufnahmen, die ich mit euch teilen möchte. Und heute treibt uns der Paul so ein bisschen zur Weißglut. Aber ich sag einfach, seht selbst, wir werden durch Wände gehen und ganz viel Spaß haben mit der Runde. Und so ihr hoffentlich auch. Ich sag viel Spaß beim Video und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Oh, Wasser! Achso, Mo, möchtest du wieder Ansagen machen? Hast du gerade die PM schon genommen? Ey, Mo! Ja, jetzt dieses Lachen, es ist klar, Überdosis. Moment, die brauchen noch eine Taschenlampe. The owner left us a key. It's ready. Also, wir haben Paul Smith, steht auf Gruppenspielchen. Pinkelt gerne in Waschbecken. Schon wieder diese Kruzifix-Scheiße und irgendeiner von euch muss sehen, wie er spielt. Okay, das hätten wir jetzt haben können. Sollen wir hier spielen? Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Hup, hup, hup. Stupia ist immer der Erste im Gebäude. Sonst bin ich das immer. Ja, läuft dir den Rang ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Läuft er ihr, dir ihn ab. Läuft er ihm dir ab, so. Hände desinfizieren. Ah, hier Prison ist mir übrigens aufgefallen. Dass es sehr oft so ist, dass hier der Geist in einem der Eingangsräume ist, man es aber am Anfang gar nicht sieht. Ja, weil die Temperatur mit der Zeit manchmal erst fällt, ne? Ja. Hier war er letztens. Warte ich anfangs immer ein bisschen hier. Ich hoffe. Ich hoffe, es ist ein Zellengeist. Boah. Ich bin immer froh, wenn wir nicht jede Zelle durchgucken müssen. Na, du musst nicht mal wirklich reingucken. Du musst nur so, ganz, so Richtung Zelle gucken und gegenlaufen. Ja. Dann siehst du das auch, ob es Temperatur ist. Das ist das Schöne an der Unity Engine. Man guckt durch die Wände durch. Ja, und die Geister greifen halt auch durch die Wände. Laufen wir jetzt ernsthaft zu dritt in eine Richtung? Sogar zu viert in eine Richtung? Ja, ich gehe dann in die andere. Ich habe einfach viele Follower. mir nach, ich folge. Hab Knochen. Hallo. Moin. Hast du ein Thermometer? Ja. Soll ich an deiner Stirn messen? Ja, miss mal. Sicher ist sicher. So, nicht, dass ich am Ende hier dann noch was mir einfangen. Nein, also so 19 Grad Körpertemperatur, das ist schon ein bisschen. Solltest dich vielleicht ein bisschen anziehen. Guck mal, die haben ja gar kein Licht. Vor allem das Beste ist, guck mal nach oben. Die haben keine Decke. Regnet einfach durch. Na eben. Ist auch bestimmt schön kuschelig im Winter. Ja. Ich glaube, das hier ist ein Wüstengefängnis, oder? Keine Ahnung. Was hast du gesagt? War bis jetzt kein einziges Mal kalt. Ja, EMF hat auch noch nichts gemacht, aber es muss ja erstmal nichts heißen.
Seid ihr oben oder unten? Möchte sich eine wundervolle Zelle mit. Wieso, Susi? Du bist doch mit Mo drüben. Mo macht auch Pfannkuchen. Das wird mir jetzt ewig nachgetragen, oder? Es war ein Unfall. Du bezeichnest ernsthaft einen so wundervollen Vorfall als Unfall. Also, als ich gemerkt habe, wie dir das gefallen hat, dann war es natürlich kein Unfall mehr. Oh Gott. Aber ich glaube, das war hoffentlich nur ein EMF-Gerät in deiner Hose. Ich glaube, es war eine Taschenlampe. Ich hatte die extra großen Räucherstäbchen dabei. Zellenblock B scheint sauber zu sein. Ja, drüben war auch nichts, wo wir waren. Wir sind gerade in der Cafeteria, aber hier scheint auch nichts zu sein. Vielleicht oben gucken? Dann ist er entweder im vorderen Bereich oder unten. Oben. Oh, ich möchte, dass der mal in der Bibliothek hier hinten ist. Wie alt bist du? Der war Single, ne? Ja, wir haben Fingerabdrücke auf der Tür. Bist du hier? Er ist hinter mir, also Box. Fingerabdrücke und Box. Erstmal in Sicherheit gehen. Schmeiß mal EMF einfach rein, auch wenn wir es nicht brauchen. Und schreib ins Buch. Danke. Super lieb von dir. Gib uns ein Zeichen. Nein, nicht close. Gib uns ein Zeichen. Oh, hier gibt's Handschellen. Ja, jetzt können wir uns wieder was nachsagen lassen. Ich nehme einen Kaffee mit raus. Was macht jetzt weiter mit den Handschellen? Natürlich sieht das wieder jemand. Ich weiß nicht, die zwei Rollen sind am Arsch. Wir müssen Zeug holen. Sind beide gerade ganz verdächtig raus. Uff, mich spammt gerade irgendwer in Discord zu. Ich bin's nicht. KB. Ah, Cutie. Kruzifix. Ich nehme einen Bewegungssensor. Was brauchen wir noch? Fingerabdrücke hatten wir schon. Warte mal, Susi hat auch eine Kamera mitgenommen. Wir haben Orbs. Orb. Ja. Orb. Es ist ein Poltergeist tatsächlich. Was hab ich gesagt? Was, das Spiel doch. Irgendwas, du hast das Spiel doch programmiert. In den Raum rein und wir kamen in den Raum rein und er hat mit Sachen um sich geworfen. Er hat Sachen durch die Gegend geworfen. Okay, also jetzt haben wir noch Waschbecken. Ich glaube, das können wir vergessen, oder? Waschbecken können wir knicken im Knast. Das geht, glaube ich, nur, wenn er in den Duschen ist. Ja. Aber Kruzifix könnten wir versuchen. Wenn wir möchten. Habt ihr eigentlich schon mal ein Level geschafft, ohne dass er einmal gehuntet hat? Ja. Ja, vorhin. 4,5 Minuten. Ja,
Ja, aber wir hatten auch mal einmal so einen Tag, Susi, wo wir, glaube ich, 5 Runden gemacht haben mit Genrix und er hat nicht einmal gejagt. Das war übelst langweilig. Stimmt, ja. Da sind wir auch übelst schnell durchgekommen. Bis auf wir dann in der einen Runde. Ja. Ich nehme mal Salz mit und ein Parabolmikrofon. Du nimmst also das nutzloseste Item mit? Ja, ich möchte das auch mal mitnehmen. Aber ich finde halt genauso, Muss ich mal kontrollieren, habt ihr irgendwelche Flecken? Meine Güte. Ey, du bist gerade hier. Parabolmikrofon sagt 4,5. Was auch immer es misst. Schatzi, zeig. 6. Paul Smith, glaube ich, oder? Kann mir mal einer kurz hier hindurch? Warum stellst du eigentlich noch eine Kamera auf? Komm im Blick. Nicht wegen dem Geist, nee. Du willst es doch nur ausspionieren. Die Handschellen sind schon weggebracht, ja? Also da kann nichts mehr passieren. Gib uns ein Zeichen. Kann man das hier eigentlich aufmachen? Nee. Hey, guck mal, soll ich es euch romantisch machen? Wollen wir noch Kerzen aufstellen für Sie? Zünd gleich euren Pups an. Zeig dich. Ich geh ein Fotoapparat holen. So als ob, ne? Herz mit mir. Kannte schon. Guck, was ich dir zeige. Da. Versohlt gehört es dir. Versohlt. Natürlich muss der Tina. Der mord. So ist der Geist. Der will gar nicht fühlen. Achso, Kruzifixe sind beide schon drin. Ja, dann. Du hast die Räucherstäbchen angezündet hier oben. War doch Paul Smith. Ja, Paul Smith. Kruzifix ist noch nicht erledigt. Jetzt geht gleich die Tür zu. Ich hab keine Taschenlampe dabei. Und die soll hier nicht. Paul Smith. Huh? Zeig dich. Ich bin da. Ja, der ist gerade da hinten. Ja, da war Licht, ne? Also Licht angegangen. Paul Smith? Ja, das war dieser Infrarotsensor. Paul Smith. Gib uns ein Zeichen. Und schmeiß diesmal nicht das Buch durch die Gegend. Bist du hier? Wo bist du? Möchtest du ein Date? Paul Smith. Dann antwortet er vielleicht. Bist du hier? Zeig dich, du Scheißgeist. Paul Smith, bist du ein Mann? Paul Smith, bist du hier? Du hast nichts gesehen. Was ging hier schon wieder vor sich? Paul Smith, du bist gerade da. Zeige dich. Ich hätte gerne ein Foto von dir. Paul Smith. Nicht an der Tür rumspielen. Du sollst dich. Ich brauche ein Foto von dir. Dein Pass ist abgelaufen. Boah, hier, hast du eine Kerze.
Paul Smith, ich brauche ein Foto von dir. Dein Pass ist leider abgelaufen. Ich brauche ein Foto für die Bravo. Schatzi. Ich bin vom Dr. Sommer-Team. Ja, genau. Jetzt kommt gleich der Nucky-Dye-Geist. Oh, er ist durchs Salz gelaufen. Und er hat gesteppt. Paul, du steppst hier. Ich höre das. Zeige dich. Er hat gesagt, away. Ich glaube, er will mich wegschicken. Er ist nochmal durchs Salz gelaufen. Paul Smith, zeige dich. Ich halte mein Licht aus. Paul Smith, bist du hier? Oh, komm, Paul Smith, ich hab Hunger. Paule. Das ist der. Ich hab ihn. Hab ihn. Ich bin nur minimal erschrocken und laut geworden. Sorry. Ich hab nichts gehört. Nicht gehört. Was hast du? Meine Ohren bedanken sich. Es tut mir leid. Der spielt auf jeden Fall an den Kameras rum. Aber Kruzifix. Ich muss hier mal nach der Kamera gucken. Vor allem das Foto sieht so aus, als ob er gerade die Tür aufmachte und uns hereinbittet. Ich seh's nicht. Du siehst es nicht? So ich seh's nicht. Warte, ich mach ein Foto vom Bildschirm, okay? Das geht jetzt schneller und schick's ins Warum Discord. Warum habt ihr Handschellen mitgebracht? Nach so einer Jagd will man ja auch ein bisschen entspannen. Wieso liegen hier Handschellen? Frag einfach nicht. Frag einfach. Die habe ich aus meiner Privatsammlung mitgebracht. So, ist gleich im Discord das Bild. Er hat uns ganz freundlich hereingebeten und ich bin schreiend weggelaufen, der arme Paul. Ja, sehr nett. Warte. Ach, ist gleich wieder. Jetzt muss ich Twitch wieder aufmachen. So. Mag, wie niemand mehr seine Sachen halten kann. Was für Sachen? Dann Hacke beißen. Hallo! Ja, zum Beispiel die Taschenlampe ist, glaube ich, wäre die an den Baum dran geklebt. Ja, die Kerze ist bei dir auch angeklebt. Aber es ist irgendwie schade. Auch wieder, dass zwei Räucherstäbchen bereits abgebrannt sind. Das war Susi. Die wollte unten die Kerzen anzünden und hat mit dem Feuerzeug rumgefuchtelt. Ach, das. Ich hab die Kerzen genommen. Ja, aber dann. Ich hab doch. Das war Dystopia. Nein, das warst du. Ich hab das gesehen. Ich war neben dir. Zed! Hab ich die Räucherstäbchen abgefackelt oder Dystopia? Ich war das nicht. Gut. Kann sein. Ich hab's halt nicht mitbekommen. Nein, nimm sie nicht in Schutz. Es war Susi. Ich hab's gesehen. Okay. So, ich nehme jetzt die Handschellen mit. Susi geht. Ja, wir nehmen ihn fest und nehmen ihn mit ins Labor. Endo, sie sind festgenommen. Oh, ich habe ja keine. Ich habe nur die Burritos gesichert. Oh, wie schön, dass du hier eingegangen bist. Harry hat auch gesagt, ich war's nicht. Sie sind festgenommen, Sir. Nein. Paul Smith. Das war ich nicht. Du bist das. Paul Smith, gib uns ein Zeichen. Nein, er muss einfach nur auf dem Kruzifix spawnen. Paul Smith. Paul, spawne auf dem Kruzifix.
Was? Susi hängt fest, das will ich sehen. Ich habe ein Problem, Susi ist in der Wand. Entschuldigung? Aber ich kann mit den... Entschuldigung? Ich hab einen Backen. Ich bin wieder raus. Oh. Ey, du kannst, wenn du dich da hinhockst, du kannst in den Raum reingucken. Du verwitzig. Wow. Ich habe ein schönes Bild gemacht. Das ist fast schon romantisch. Geht das hier auch? Nee. Können wir von hier aus die beiden beobachten? Ja, genau. Dort haben wir mal die Späher gesessen. Weg ist er. Hallo. Verschwinden hey, einfach in. Hey, das ist Gleis 9, 3 Viertel. Ah. Wusch. Ja, stimmt. Ich hab Gleis 9, 3 Viertel gefunden. Vor allem, wie aktiv der Geist gerade ist, ne? Der Paul Smith steht jetzt dort drin und weiß nicht, was abgeht. Zeig dich. Was möchtest du? Was willst du? Möchtest du mal. Könnt ihr nochmal den Bug nutzen und ich will mal von innen gucken, ob ich euch sehe. Ja, man sieht euch manchmal durch die Wand glitschen so ein bisschen. Und man sieht eure Taschenlampe. Paul, kannst du bitte auf dem Kruzifix spawnen? Paul Smith, Paul Smith. Der steht schon wieder da. Ich habe kein Foto mehr frei. Wollen wir jetzt gehen? Also ich kann kein Foto mehr machen. Mein Film ist voll. Wir brauchen ja auch noch Kruzifix. Hast du gesehen, was der Puppe hier gebaut hat? Da und da? Wow. Vielleicht hat Kruzifix ja jetzt gerade gezählt, weil er ist neben dem Kruzifix, also stand er zumindest als Schatten. Er jagt! Oh, lass uns in den Spalt gehen! Ja! Das ist wie Kino. Einer von uns ist gleich tot. Egal! Ich glaube, ja, er ist mit den mit Dings da weggegangen. Ja. Aber ich höre auch keine Steps, also gar nichts. Ich habe welche gehört, aber die sind weg von. Ah, jetzt kommt da wieder wer. Ach, es ist schon vorbei. Ich stand übrigens die ganze Zeit in dem Raum hier vorne und er hat mich nicht angegriffen. Okay, also wenn Kruzifix erledigt ist, dann kommen wir ja los. Ja. Das war wie 3D-Kino gerade da unten im Spalt. Im Bug. Oh, Dystopia, im, bitte komm im Empfang. Deine Eltern möchten dich im abholen. Spalt? Ja. Und siehste, ich war mit Dystopia im Spalt. Ich bin eine richtig Wilde, bin ich nämlich. Wir sehen deine Kopfkamera, oder? Welche Kopfkamera sehen wir gerade? Du guckst vorne in den LKW? Ich will dich nur nicht finden. Moment. Ja, er ist im LKW. Gefunden. Du hast eine Kopfkamera auf, das weißt du schon.
Ich weiß. Ich fand's lustig. Jetzt kommt der Security und räumt den Platz. Wo ist Susi jetzt hin? Da. Können wir jetzt gehen? Abfahrt. Ich hab eingeloggt. Ich hab alle Poltergeist eingetragen. Yep. Ja, wenn nicht, hat Pech. Über 6 Stunden, ja, es reicht. Thank you.